Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren FL Studio Tutorial. Heute werden wir in FL Studio den Outside the Club Effekt machen. Wer sich darunter gar nichts vorstellen kann, zieht jetzt einfach mal irgendwelche Samples in den Mixer. Oder nimmt am besten hier der einfache Kick. Ich ziehe jetzt meine eigene Kick da rein. Und noch eine Pitch Bass. Spiel das hier zusammen ab. Dann hört sich das so an. Und wir wollen ja jetzt erstmal den Outside the Club Effekt anhören, und bevor wir den nachmachen, für die Leute, die sich darunter gar nichts vorstellen können. Wir klicken einfach mal auf den Channel und gehen sicher, dass oben rechts im Kästchen bei jedem Channel 1 steht, beziehungsweise bei dem Channel, die wir gerade verwenden, damit wir das Ganze hier bei Insert 1 beides bearbeiten können im Mixer. Jetzt machen wir mal bei Insert 1, beziehungsweise bei dem, was ausgewählt ist. Bei euch müsste das logischerweise Insert 1 sein, wenn oben im Kästchen 1 steht. Da machen wir einen Rechtsklick, gehen auf File, Open Mixer Track State und wählen erstmal Outside the Club. Das ist das vorletzte Preset und hören uns das erstmal an. Dazu muss ich den Bass aufdrehen, das mache ich jetzt während des Abspielens. Da müsst ihr dann einfach mal hinhören. Wenn ihr das jetzt gar nicht hört und auch keinen Unterschied feststellt, dann macht das einfach selbst in FL Studio, weil mein Mikrofon kann den Bass nicht so gut aufnehmen. Ihr müsst euch das einfach so vorstellen, dass ihr außerhalb einer Disco steht und drin läuft richtig laute Musik. Das ist so dieser Outside the Club-Effekt. Ja, ich hoffe, man hört das jetzt. Wenn nicht, wie gesagt, macht es einfach selbst, und ich werde euch heute zeigen, wie man das Ganze ohne solch ein Preset macht, was sich dann ungefähr genauso anhört. Also ich lösche das jetzt hier mal im Mixer. Moment, warum habe ich das hier eigentlich gerade weggemacht? Das war total sinnlos. Ich lösche das hier jetzt einmal ganz kurz im Mixer, weil wir das ja natürlich selbst machen. Wenn man das entfernen will, einfach wieder auf den File Select und dann oben auf None, und dann wird das Ganze auch entfernt. Ja, und dann spiele ich das jetzt einmal nochmal ab. Und da kommt jetzt dieser Effekt drauf. Dazu gehen wir in den Mixer. Wählen hier bei den Filtern Select und dann unten Fruity Parametric Equalizer und drehen lassen den ersten Regler hier in der Mitte. Der ist für den Bass. Wenn wir den ganz aufdrehen, haben wir richtig viel Bass, und wenn er in der Mitte ist, ungefähr so, ja, Standard. Und die letzten Regler drehen wir einfach runter. Ich kann das jetzt mal während des Abspielens runterregeln, damit ihr den Unterschied auch hört. Wie gesagt, wer das nicht hört, probiert es einfach selbst aus. Und jetzt schiebe ich mal den Bassregler hoch, und dann werdet ihr möglicherweise einen Unterschied hören, wenn ihr eine Soundanlage zu Hause habt mit Bass und das hier auch gerade mit Bass hört. Wenn ich das jetzt runterdrehe, ist gar kein Bass drin. Ja, wenn ich den Regler ganz oben habe, macht mein Subwoofer hier unterm Tisch auch schon Faxen. Deswegen drehe ich das einfach mal in die Mitte, und dann sollte sich das ähnlich anhören wie der Outside the Club-Effekt hier im Mixer. Ja, ich kenne mich jetzt auch noch gar nicht so gut aus in FL Studio, dass ich das jetzt perfekt nachmachen könnte, weil hier viel zu viele Filter und so weiter verwendet werden. Ich kann das nochmal ganz kurz zeigen, aber wenn ich ein bisschen erfahrener bin in FL Studio, dann kann ich das euch auch mal zeigen, weil da ganz viel an irgendwelchen Reglern rumgespielt werden muss und so weiter und so fort. Ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Tutorial gefallen hat. Lasst positives Feedback da, wenn nicht, dann nicht. Bewertet das Video und abonniert meine Videos, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann.